So viel kann ich schon mal versprechen. Still wird's nicht. Es wird vermutlich eher Medium, denn das ist The Medium, ein neues Horrorspiel. Und das spiele ich mit jemandem zusammen, der Bloober-Erfahrung hat. Denn bei mir ist der Fritz. Grüß dich, Fritz. Hallihallo und schöne Grüße in die Niederlande. Genau, wir spielen nämlich über Grenzen hinweg dieses neue Spiel vom Bloober-Team. Das sind die gleichen, die Layers of Fear und Observer gemacht haben. Jetzt erstmals ein Spiel, das man nicht aus der Ego-Perspektive spielt, trotzdem ebenso gruselig. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. The Medium. Viel Spaß damit. It all starts with a dead girl. Erst joggen und dann erschießen, ey. Das ist wahr. Warum nicht andersrum? Ever since I was little, I've had this dream. It's the end of summer. A girl is running through the woods. The moon, the scent of pines. And then the gunshot. It always felt so real. The blood on my cheek, the cold sweat running down my skin. I'd managed to convince myself it really happened. Part of me I could never fully understand. Well, that wasn't the only part. No wonder people used to think I was strange. If they only knew. Ich führe auch immer Selbstgespräche im Auto, um mir dann im McDrive zwei Gerichte zu bestellen. It was the hardest day of my life. The day I went home to say goodbye to my father. To dress him up for his last journey. Put him in a suit, fix his tie. Simple. Just the things he did every day. But looking through his stuff wasn't easy. I needed a moment to pull myself together. I was almost ready. I just had to find his special tie clip. Das ist quasi eine Rückblende jetzt nochmal. So, was gibt's hier? Aber hat sie sich da, also meinst du, da saß irgendjemand oder sie hat da irgendjemanden gesehen? Ich meine, warum sich dann zwei Tassen? Ich hätte einfach andererseits, ich nehme ja auch oft zwei Stück Schokolade, von daher. Oktober 1999. Party like it's 1999! Mhm. Okay, also und wo halt in Warschau oder in Krakau? Nee, in Krakau, oder? Ich weiß es nicht genau. Es wurde aber, glaube ich, noch nicht gezeigt, oder? Oder doch?
Also man kann offenbar nur mit den Sachen interagieren, wo hier auch immer so ein Böppel dran ist. Moment, willst du mir etwa sagen, X markiert den Spot? Richtig. Und wir spielen die PC-Version mit Raytracing. Und das war am Anfang schon ganz cool mit diesen Pfützen und so und den Reflektionen da drin. Shit. Katzi! Ja. Nice to see you too. Siehst du, finde ich auch. Ist ja ihr erstes Spiel, was nicht aus der First-Person-Ansicht ist. Da steht Schlüssel zum Bestattungsinstitut. Was ist denn, was füttert die denn ihrer Katze? Da steht der Schlüssel zum Bestattungsinstitut. Looks nourishing. Jetzt geben wir natürlich. Kann ich drehen? Sind das richtig 3D-Objekte oder? Warte mal. Ah ja. Ah ja. Sind da, guck mal, drin? Da sind noch Nudeln in der Dose. Das sind keine Nudeln. Was ist denn das? Kutschi la Kutschi. Was heißt du hast doch Katzen, du musst dich doch damit auskennen. Ja, den gebe ich doch nichts zu essen. Die sollen jagen draußen. Lecker Happer heißt das. Ja, wahrscheinlich. Okay, dann geben wir ihn das jetzt mal. Yum, 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 yum. Here you go. What's your face? Oh, lockst du jetzt die Katze? Glad to see you're still kicking around. Das ist gar nicht ihre eigene. Kannst du sie streicheln? Warte, can we pet the cat? Sonst müssen wir sofort ausmachen. No interaction possible. Ah, das geht ja wohl gar nicht. Ich bin emotional maximal disconnected. Symbolic funeral of the Sirsa Mine. Guck mal, die schreiben Englisch in polnischen Zeitungen. Aber sie spricht ja auch Englisch in Polen. Good morning, also Krakau ist es dann wohl, ne? Ja. Das passt auch zu einer Information, die wir von unserer lieben Kollegin Ann-Kathrin bekommen haben. Ein Schulterschluss zu Observer, wo wir hoffentlich noch hinkommen. Ich kann nicht glauben, es ist alles noch hier. Oh, Jack. Oh, schau mal, ich könnte ja versuchen, das so meinen Hintergrund so Ambient-Light-mäßig durchzuwechseln, farblich. Hast du gut gemacht. Also jetzt hier sind wir gerade im Green Room. Ich versuche mal, ich schau mal, was war so erwischend farblich. Das ist doch nicht der Green Room, wenn das rot ist. Red Room, sorry. Schon farblind, durchgefallen. Nein, nicht. Illuminate Photo for 5 seconds, dip in Multigrade for 3 seconds, dip in Stop for 3 seconds, dip in Fixer for... Muss ich das jetzt machen? Kann ich hier... Sag mal, wenn man so ein Fotolabor in der eigenen Wohnung drin hat, hat man da echt noch so einen Zettel an der Wand, der einem noch Schritt für Schritt sagt, wie es geht? Ist man da nicht Profi genug? Okay, jetzt können wir das machen. Warte, das kannst mal. Du entwickeln, ja. Also pass auf, was hat er gesagt? 5 Sekunden belichten. Okay, das heißt, wir machen jetzt erst hier. So, und dann, das muss mitzählen. Und ja. 1, 2, 3, 4, 5. Aus. So, jetzt nehmen wir es wieder. Dann Multigrade. Welches ist denn das? Ist dann das hier, oder? Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann das nicht... Kann ich nicht erkennen, was da steht? Was steht denn da? Wo? Weiß nicht, was da die Flüssigkeit? Also es würde doch Sinn machen, dass das nacheinander ist. So als Arbeitsding. Und nicht, dass man jetzt ganz drüben wahrscheinlich anfängt. Ja, wahrscheinlich. Also erstmal 3 Sekunden. Wir haben wahrscheinlich die Zeit jetzt eh schon verdüdelt. So. 1, 2, 3. Multigrade. Haben wir schon richtig gemacht. Dann ja, in Stop for 3 Seconds. 1, 2, 3. Aha, getting there. Oh, das ist der Hitman. Fixer for 3 seconds. 1. Der ist doch auch irgendwie ein Fixer. 3. Keine Kraftausdrücke, bitte. Ah. Oh, ein gutes Foto. Fast fotorealistisch. Aber. So, habe ich jetzt hier gerade Joy-Con-Drift bei meinem teuren Elite-Controller? Ist ja widerlich. Oh Gott. Na gut. Und sein, dass die alle kaputt gehen? Ja. Ja, wobei, das ist doch der alte. Der das, auch schon ist, das ist wie mit Elite-Partnern. Das taugt auch nur alle 11 Sekunden ist da mal ein guter dabei. Oh mein, man verliebt sich alle 11 Sekunden auf Elite-Partner.
Ein Elite-Controller verliebt sich alle 11 Sekunden. Okay. Aber also es ging doch jetzt um die Beerdigung ihres Vaters, den nennt sie Jack. Genau. Vielleicht hatte sie nicht so ein gutes Verhältnis zu ihm. Oder ist sie so eine, in so einer modernen Familie aufgewachsen oder hippen Familie, wo die Eltern die Kinder beim Vornamen... Das glaube ich nicht. Die Kinder die Eltern beim Vornamen nennen. Total hip. Ja. Die Eltern die Kinder beim Vornamen Meine nennen. Eltern haben mich immer nur Sohn. Ja, Kind Nummer 1 und Kind Nummer 2. Obwohl das in deiner Familie gar nicht so blöd gewesen wäre, das ordentlich durchzunummerieren. den ganzen Baby. Die ganzen scheiß Namen merken, das ist ja furchtbar. Okay, 1984. Also es geht oder ja immer durchnummeriert noch nach Grad der Enttäuschung. dass sich die Nummerierung auch ändern kann im Laufe des Jahres. Oh, Doktorabschluss. Kind Nummer 1, sehr schön. Ach ja, wieder Videospielmesse gemacht. Kind Nummer 18. Blöde Sau. Das ist also gerade die Haustür, also da dürfen wir noch nicht raus, weil wir müssen ja erst noch den Krawattenclip quasi suchen. Ja. Oh, das ist die Miezi wieder. Jack's room. Wie ungewohnt das ist, mal wieder ein... Ja, doch, Jack ist schon ihr Vater. Jack was a humble, religious man. He ran a funeral home and I'd help out whenever I could. It felt good to be useful. Ist ja geil, dass es ja draußen diese Reiter, das Reiterdenkmal mit dem Schatten. Ja. Ganz cool. Oder Türstand, ne? Jetzt habe ich mein Ambient Light gar nicht geändert. Jack was part of the Solidarity Movement. He spent a few months in an internment camp, but even that couldn't dampen his spirit. Das habe ich neulich aus dem Podcast angehört, bei einer Stunde History über Solidarność. Nicht zu verwechseln mit Janosch. Keep hissing at me. Who do you think's gonna feed you now? Ach klar, so natürlich dann die Katze von Jack und nicht von ihr. Gut. Ja. I used to think I'd never fit in. But Jack, he didn't mind my weirdness. He kept telling me I was special. Ja, oder sie ist halt nicht seine leibliche Tochter. Das kann sein, ja, das kann sein. Sag mal, ganz kurze Zwischenfrage wegen der Katze. Ja. Wie ist denn das in... Ach, schon mal, die sitzt ja da auf der Couch sogar. Ja. Wie ist denn das in echt, wenn man jetzt stirbt? Da bleibt doch nicht das Haus... Also, das Haustier erbt doch nicht die Wohnung. Weil mein Untermieter ist nämlich auch vor ein paar Wochen gestorben. Nicht, dass der Hund da jetzt noch ist. Ja, also kommt ganz drauf an, wie die das im Mietvertrag mit der Katze geregelt haben. Weird to be back in my Mach das rote Licht wieder an, weil es kommt ja wieder rotes Licht rein. Sehr gut. So many memories. Yeah. I used to have a thing for them. Don't know why, really. I guess they just used to make me happy. Jack knew it well. That's why there's so many of them here. Das finde ich irgendwie voll gruselig, so dieses Insekten. Irgendwo hinhängen. Geht das jetzt übrigens dann genauso wie bei Sea of Thieves weiter, dass du quasi eine halbe Stunde später die Achievements wahrscheinlich für Sachen diese bekommen. Glorreiche Xbox PC-App. Not all of them had Ach, guck mal hier, siehst du aus dem Waisenhaus. That's why I kept coming back. To play. To take care of them. To listen. That was the least I could do. Ja. Mystery solved. Ja. Kann man hier in die Uhr... Ich weiß nicht, gerade sagen wollte, das ist echt so voll ungewohnt, mal wieder ein Spiel mit einer festen Kamera zu haben, ne? Also wie früher. Spiele sind sich auch schön in dem Fenster. Oder bei den frühen Resident Evil. Ja, es erinnert mich gerade an das, wie ist das, was wir zu Halloween gespielt haben? Wo es auch so diese 5 Episoden von gab, ist ne? Das hatte ich ja mit Ann-Kathrin auch nochmal ein bisschen gespielt, aber mir fällt es jetzt gerade auch nicht ein. To me, they were like trophies. Badges of honor for doing the right thing. Jack wasn't too amused, but he did his best to cover for me. I kind of feel bad for making him go through all that. Aha. Also sie hat... Ach, guck mal, du kannst aber auch hier Y drücken, zum Lesen. Sehr geehrter Mr. Orkan. Orkan? Was für ein geiler Name. Schon Mr. geil. Orkan. Wir müssen Sie bitten, am nächsten Elternabend teilzunehmen, da wir mit Ihnen den Vorfall vom vergangenen Donnerstag besprechen möchten. Um es zusammenzufassen, Marianne überbrachte einem der Schüler eine Nachricht von seiner kürzlich verstorbenen Großmutter. Wir verstehen, dass es Mariannes Art war, ihren Mitschülern zu trösten, aber Ihnen ist sicher bewusst, dass dieses Verhalten gelinde gesagt unangemessen ist.
Da dies nicht das erste Verhaltensproblem ist, über das wir sie informieren mussten, halten wir es für dringend notwendig, persönlich mit ihnen über Marians Zukunft in unserer Schule zu sprechen. Die Direktorin der Grundschule Nummer 7, Sophia Kania. Ist da ein Datum oben? Ist auch ein schöner Name. Ja. Sophia Kania. Könnte auch einen Song anfangen. My oldest family heirloom. As a kid, I'd show this to people just to freak them out. I'd usually say something like, pretty sick, huh? I was such a dork. Aufnahmekarte für die Intensivstation. Vorname Marianne, Nachname unbekannt, Alter 3 Jahre, Geschlecht weiblich. Erste Diagnose, Verbrennung 2. Grades, die 35% der gesamten Körperoberfläche, Rumpf und obere Gliedmaßen bedecken. Verdacht auf Inhalationsverletzung. Pflege und Stabilisierung, erste Wundabdeckung, Atmungsunterstützung eingeleitet, Verabreichung von Trinklösung eingeleitet, Schmerzlinderung eingeleitet. Der Patientin wird Sauerstoff mit hohem Durchfluss verabreicht, bis eine Kohlenmonoxidvergiftung ausgeschlossen werden kann. Verheilen Verbrennung 2. Grades komplett? Weiß ich nicht. Herr Doktor? So hast du im Medizinstudium aufgepasst, ey. Deswegen kein bin ich Wunder, auch noch Kind Nummer 18. Jetzt haben wir aber hier, warte mal, haben wir nicht jetzt schon bald alle Räume durch und müssen noch diese Krawattenclip irgendwo mal finden. Aber hier war jetzt auch nichts. Achso, ne. Das war nur das, was wir eben schon... Echt, waren das alle Räume? Weiß ich nicht, vielleicht haben wir... Das hat auch ein bisschen was von Siberia. Geht's hier nochmal in den Vordergrund? Und hier nach rechts? Da warst du auch schon. Also hier komme ich ja her. Hier vorne auf dem Tisch ist noch was. Das ist nicht nur... Genau, das ist nur das. Achso, das ist der Kalender. Aber hier kann man lesen. Oktober. Zweiter Tag der Schutzengel. Dritter Begräbnis um 10 Uhr. Vierter Ultraschall. Siebter unsere liebe Frau vom Rosenkranz. 9. Biopsie. 10. Paket an Marianne schicken. 14. Termin beim Neurologen. 16. Begräbnis. Ach so. Okay, weil er natürlich... Also der ist ja Bestatter. Ja, genau. Also. Sonst wäre es tatsächlich ein etwas ungewöhnlicher Kalenderablauf, aber so. Aber schon auch so, ne, wenn das dein Alltag ist und irgendwann ist es dann dein eigenes Begräbnis, merkwürdig. Ja. Aber hast gesehen, auch Termin für Neurologie. So hat er da offenbar was gewusst. Ihn dann. Ja. Jetzt gucken wir nochmal hier in dem Bereich des Hauses. Haben wir hier schon drin? Ich glaube in der vorderen Tür. Also da sind ja insgesamt 3 Türen. Genau, das ist das da eine. Da geht's zur Haustür raus. Das Badezimmer. Achso, da war das 1984. Ist das so Resident Evil mäßig, dass man das auf... Jetzt habe ich gerade noch ein Achievement bekommen. What? Das ist übrigens... das ist auch die gleiche Version von dem Buch, die in der Wohnung von bei Observer liegt, ne? Wie heißt der? Daniel Lazarski oder so. Mhm. Und der untersucht da diese eine Wohnung, wo die Leiche drin liegt, die auch die Demo war. Ja. Und da liegt auch ein 1984 Buch. Und ich glaube, 1984 ist dann auch der Code für so ein Sicherheitsfeld dann bei Observer. Und Ann-Kandrin meinte doch, dass diese Wohnung vom Layout so ist wie die Wohnung vom Anfang von Observer. Aber das könnte ich jetzt irgendwie nicht. Durch die Perspektive ist es schwierig. Ach, das ist ja natürlich hier, ne? Nicht aufgepasst. Come on, Jack, where'd you put it? Okay. Let's do this the other way. Ja, aber da ist er nicht, ne? Ach, guck mal hier. Feedback. Was ist jetzt? Oder Einblick. Okay. Wallhack. Der Cheater. Okay, wir schauen uns nochmal an hier. Ist das die polnische Flagge? Mit blau unten wäre es die niederländische. So viel kann ich schon mal sagen. So. Da müsste ich ehrlich gesagt nachgucken. Ich schau mal nach. Okay, I think that's it. Jack's waiting downstairs. Time to say goodbye. Jetzt kann ich das immer hier so anmachen. Ja, das ist die polnische Flagge. Sieht man da jetzt noch irgendwas?
guck mir nochmal gerade diese die Zimmer alle an, ob da noch irgendwie was anderes ist, wenn man diesen super View hat, aber irgendwie... Ich denke mal, das wird später bestimmt noch mehr irgendwie, also ich glaube nicht, dass es hier am Anfang gleich ist. Gut, dann... Oder wir haben das alternative Ende jetzt hier verpasst. Setzt sich hin und schaut fern. Was lief 1999? Die Schrecknette Familie. We lived upstairs from Jack's funeral home. Von Deep Space Nine. It wasn't as weird as it sounds. Besides, if it wasn't for that, I may never have learned to use my powers. Oh, der Powers. Aber Dings ist schon vorbei da. Schrecknette Familie. Okay. Ah, jetzt, doch, jetzt erkennen wir es. Siehst du es? Das ist vielleicht nicht das Wohnungslayout, aber es ist das Layout von dem Haus. Das ist das Gebäude. Hm. Du kommst doch, man geht doch dann so einen diesen Gang quasi an der Seite, außen entlang. Ja, das ist das. Ja, ich kann mich echt nur noch sehr bruchstückhaft daran erinnern. Ich habe letztens die Next-Gen-Demo davon nochmal ausprobiert und da gehst du da auch lang. Hm. Das ist ja geil. Das ist tatsächlich das, wo der... Kowski oder wer heißt? Lazarski. Lazarski, so. Behaupte ich. Das stimmt. Ist ja eigentlich, ist denn Rutger Hauer in der Zwischenzeit von Observer und Observer Redux gestorben? Oder ist er schon tot gewesen, bevor das Original Observer fertig war? Nee. Also das Original Observer kam raus und er ist kurz danach gestorben. Ah. Ich weiß nicht, ob es kurz danach, aber zumindest ist er danach gestorben. Jet. Aber tatsächlich, ist genau der Innenhof. Condition. Of all my foster parents, he was the only one who saw it as a gift and not a curse. Das ist ja ein cooles kleines Easter Egg. Ja. Halt! Da ist noch ein Schild, ne? Das ist zu lesen. The Last Goodbye Funeral Home. Wir übersetzen. Der letzte Abschied Bestattungsinstitut. Spooky. Bei Bestattungsinstituten hat sich das nie so durchgesetzt wie bei Friseuren mit den verrückten Namenskombinationen, oder? Klappe zu, Affe tot. Oder so. Habe ich gerade schon wieder ein Achievement bekommen? Oder kommt immer nur das Geräusch? Ich würde zu sowas gehen. Okay. Sollen wir mal gucken, ob es hier noch den Schatz im ersten Level gibt? Halt, tatsächlich. Ja. Yeah. Who doesn't? Was? Hier ist doch dann das Büro vom Hausmeister eigentlich. Stimmt. Was? Get out? Was steht das? Obere Need to get out. Achso, okay. Diese Kids. Da ist jemand vorbeigelaufen. Ein Spaziergänger. Die Spaziergängerin im Regen. Nee, von Sans ist sie was gewesen, oder? Jack's in the prep room. Ach Gott, müssen wir den jetzt auch noch richtig sehen? Das ist ja gemein. Aber schau mal, die Tür hat, glaube ich, so ein kleines Icon gehabt. Die große da hinten. Ja, siehst du? Ja, wenn du mich nicht dabei hättest. Weird. I don't remember locking it. The key should be in the office. Die hat so eine sehr ASMR-mäßige Stimme. Womit alles ein bisschen entspannender ist. ASMR-mäßige. Was ist denn das ASMR? Na, dass wenn du meiner Stimme lauscht, es dir so die Nackenhaare aufstellt. Ach, so okay. Dieser, angenehme Tingel. Ich setze irgendwie ran. Die Morgenmeeting richtig sehe. Nee, das ist ja dann, stellst du den Nackenhaare vor Grauen auf. Ja, das ist ja nicht angenehm. Here it is. Prep Room. Habe ich gesagt. Das ist ein detaillierter Schlüssel. Hm. Was gibt's hier? Bestattungsprotokoll, Name des Verstorbenen Adam Novak. Familienkontakt, Geschlecht, Ist nicht irgendeiner von Dings auch Novak von Observer? Ich such das mal kurz. Kann gut sein.
Mrs. Novak brachte heute die Zahlungsbestätigung für die Bestattung. Sie ist im Schrank. Außerdem hat sich Robert am Freitag freigenommen. Wir müssen also jemand anderen für die Beisetzung finden. Marianne. Achso, das ja, war tatsächlich. Eine Notiz an ihn. Ja? Es gibt in Observer ein Apartment von Helena Novak. Nee, man soll Helena Novak finden. Hm. Und man muss sich in das Gehirn von Amir Novak reinhacken. Das ist ja dann geil. Hat der Novak-Clan über Jahrhunderte nie diese. Ja, wann spielt das? 2085 oder so, ne? Das ja. Observer? Das finde ich immer irgendwie einen total gruseligen Gedanken. Weiß auch nicht so richtig warum, aber dieses, wenn man so überlegt, wie viele von den Gebäuden auch in denen wir so unterwegs sind und so schon so lange vor unserer Geburt da waren. Ey, ich denke mir das jedes Mal, dass das Haus, davon, in dem ich hier wohne, zu sehen ist, ja. Das ist 1920 gebaut worden. Und ich überlege mir halt, wie viele Generationen die gleichen Treppen rauf und runter gelatscht sind, so. Das ist irgendwie ein komischer Gedanke, ja. Oder? Also, ich finde das total merkwürdig oft. Komischerweise eher bei Wohnhäusern als bei als so bei Kirchen oder irgendwie öffentlichen Gebäuden. Ja, weil das ist ja dann nochmal was Intimeres und da hatten dann Leute ja auch mehr Zeit dann verbracht. Ja, auch glaube ich, weil man so denkt, das ist ja meins, weißt du? Mhm. So dieses, das ist ja meine Wohnung. Ja. Mein Raum. Aber das ist es ja nicht. Jetzt ja sowieso bald nicht mehr. Boah, hätte ich 0,0 Bock, in echt da reinzugehen. Sure, ja. Ich war schon mal bei einer richtigen Obduktion dabei. Ja. Danach kannst du für ein paar Wochen bzw. Monate keinen Menschen mehr anschauen, ohne darüber nachzudenken, wie er, also wie sein Gesicht darunter aussieht. Sowas, das ist so krass, wie entmenschlichend das ist, wenn einem Menschen quasi das die Gesichtshaut entfernt wird. Unglaublich. Hey, Jack. Ich muss jetzt richtig mit dem Analogstick hier so anziehen. Oh, das haben sie ja immer, ne? So ein bisschen mit ihren Interaktionssachen. Als ihm die Nadel anstecken, oder? Was? Ach so. I got your special clip. Braucht man dann da Krawatte für, ne? Ah, hier. Okay. Snazzy. You wouldn't have it any other way. Also ich will mich da jetzt nicht einmischen und so. Und aber passen die Farben zusammen? I didn't expect this to be easy. Also, I guess I didn't know what to expect. When things get personal, it just burns you from the inside out. There. I guess you're ready. But am I? People read. The sign says closed. Oh ja, klar. Also wird die jetzt auch bitte so Flackerlicht anmachen, damit das passt. Ja, ich kann aber, glaube ich, dazu. Was ist das? Das ist ein Schatten, oder? Oh, da oben auf der Treppe, ne? Oh, nee, ey, komm, geh doch da nicht hin.
Ja, lass schön im Leichenzimmer mit dem flackernden Licht bleiben. Ah nee, das wechselt nur die Farben durch, scheiße. What the hell? Hast du das gerade aktiviert? Scheiße, mein Licht dreht hier gerade durch, warte mal. Sorry. Das ist zu viel des Guten. Ja. Was ist da los, hä? Der. Guess you felt it too. Hä? Aber wer ist denn you? Ja, aber die Stühle haben wir da auch nicht so hingestellt. And then it happened. Sind wir so weit in den Raum reingegangen? As it did so many times before. Just when I thought my day couldn't get any worse. Whoa, whoa! Oh, where is that darn notebook? I'm gonna be late. I need to find it. Marianne? Marianne, are you crying, my child? It's fine, Jack. Now, you didn't happen to see my notebook, did you, darling? My memory's a bit fuzzy. So much for aging gracefully. Was ist mit seinem Kopf? Jack. Sein Tumor der oder so? Der hat so eine Porzellanmütze auf, oder? Ja. Forget the notebook. Oh, no, no. I've got so much work, my dear. It's okay, Jack. I can't just... Ja, aber wenn er beim Neurologen war, kann ja sein, ne? Hirntumor. You are crying. What's wrong, dear? Oh, why is it so cold in here? Where is that? It's okay, Jack. It's okay. My sweet little Marianne. What would I ever do without you? Jack. It's time to get some rest. Oh, Marianne. Yeah? Oh, I'm worried about the surgery. When I'm at the hospital, are you sure you're gonna be all right? Yes, Jack. It's gonna be fine. I promised myself once I would never let anything happen to you. Not while I'm around. I'll be fine. I promise. No risky stuff then. Huh? Right? All right, Jack. Be good, Marianne. I love you, my child. I've loved you since the moment you walked into my life. Remember that. Always. Most people would give anything to have that opportunity. To say all the things that were left unsaid. But it didn't make things any easier. I could help 1,000 souls cross over, but when it came to Jack, it still hurt like hell. I love you too, Daddy. I used to think everyone saw the world the way I did. Divided. Torn between two realities. But no. I was the only one.
Or so I thought. We're closed. There's another funeral home across town. I can give you the number. Marianne. Who is this? You don't know me, Marianne. But I know you. Look, if this is a joke... You need to listen to me, Marianne. Okay, I'm hanging up. I know what you are. What? Who is this? My name is Thomas. I need your help. Listen, if that's all you've got, I'm... No, there's more. I can give you the answers you've been looking for your whole life. I need you to trust me. Trust you? I don't even know you. It all starts with a dead girl. What did you say? The Nemo Resort. Find me there. Please. The light, it's almost gone. It's not dark yet, but it's getting there. You're the only one who can stop it. You're my only chance. Hello? Hello? Shit. Intriguing. Vielleicht ist es auch als eins von den anderen Orphan Girls oder so vielleicht. Ich würde aber auch gerne mal einen Horrorfilm sehen, wo jemand ganz am Anfang diesen Hilferufsanruf mit total präzisen Informationen einfach durchzieht. Also ganz klar sagt, was los ist und dann der Film trotzdem noch spannend ist, weil immer so dieses, du musst mir helfen, ich kann nicht lang sprechen, die Prophezeiung. Wo ich das ja also bei Horrorfilmen sogar noch halbwegs vernünftig, also halbwegs erträglich finde. Schau mal, das gibt's in echt, dieses Krass. Gebäude. Irre. Schlimmer finde ich das ja so in richtigen Krimis oder Thriller, wenn aber schau mal, die das halt ist nur so geschrieben sind. Historisches Material, oder? Ja, ja, das ist historisches Material. Das ist richtiges Videomaterial. Oder haben die das aufgenommen und auf alt... Nee, ich glaube, das ist teilweise echt altes Zeug. Also, dafür haben die doch gar nicht die Ressourcen, da jetzt so ein ganze Truppe von Leuten so alt einzukleiden. Das könnte auf irgendwelche genetischen Versuche hindeuten, ne? Auch hier so. Also, es ist ein Horrorfilm und es ist irgendwas mit einem Waisenhaus. Also, es ist kein normales Waisenhaus. Medium. So geschrieben, wie ich mein Zimmer aufräume. Nämlich immer nur zur Hälfte. Immer nur quasi bis zur Kamera, Axel. Übrigens, wo sie da gerade in der Leichenhalle war, ne? Diese Wand mit den ganzen Türen, wo diese Kammern dahinter sind, ne? And off I went. Ja, on nothing but a hunch. A call from a complete stranger. But I'd learned to trust my instincts, and there was something about this guy, his voice. Felt like I should know him. Either way, he sure seemed to know me. Neva Workers Resort. Right off the bat, I could feel there was something off about that place. Was wolltest du jetzt eben noch sagen? Wegen diesen Leichenhalldinger, ne? In Filmen und so sieht das, wenn ich ja schon erzählt, aber in Filmen sieht das doch immer so aus, als wären das dann immer so einzelne Kammern, wo diese Leichen so reingeschoben werden, ne? Ja. Und als ich damals im Krankenhaus gearbeitet habe, mussten wir ja dann auch manchmal die Leichen in die Leichenkammer fahren.
Und dann war da ja da auch so eine Wand mit diesen Kammern da. Und das ist aber, wenn du da deinen Kopf reinsteckst, ist es natürlich ein offener Raum dahinter. Mhm. Also sonst müsstest du ja auch alles einzeln irgendwie kühlen, diese einzelnen Boxen. Es hat ein großer Kühlraum, also kannst du kurz reingucken und dann siehst du da die ganzen Leute, sage ich jetzt mal. Ja, ich hätte gesagt, wir machen hier mal eine Pause für die erste Folge. In der zweiten Episode schauen wir dann uns hier im Niva-Resort um. Bis dann. Tschüss. Tschüss.